Aber jetzt habe ich mich ordentlich verschätzt. Jetzt kann ich nochmal ordentlich stramm bilden. Das heißt, der Akku reicht wohl nicht mehr. Einmal rum und dann fahren wir wieder nach Hause. Jetzt muss ich nur gucken, ob der Akku noch irgendwie ein bisschen ausreicht. Das ist so knapp. Oder werden wir doch eine kleine Pause machen. Ich habe eine kleine Außenrunde gedreht und die war doch ein Ticken länger. Und habe natürlich nie aufgepasst. Ne? Habe den kleinen 400er Akku mit und ist auch gar nicht so schlimm. Aber mit dem kleinen Rad ist natürlich nicht so einfach zu fahren, ne? Mit den breiten Reifen. Aber das ist alles nur Übungssache. Ne? Jetzt müssen wir gucken. Ich habe natürlich ganz klar nicht mehr viel Akku drauf. Ne? Jetzt habe ich den Akku noch 37% Restakku. Und Kilometer müssen das sein. Ja, 20, das müssten wir eigentlich schaffen. Ich denke mal 20, 25 Kilometer sollten wir hinbekommen. Ne? Ja, aber ohne Essen, ohne Trinken ist jede Pause langweilig. Ne? Oh, dann werden wir gleich weiter düsen. Das ist ja jetzt Quatsch, nichts zu trinken, nichts zu essen. Dann gebe ich jetzt ein bisschen Gas und dann mache ich mir schön zu Hause was zu essen. Und vielleicht testen wir mal den Kercher aus. Ich habe mir so einen Kercher besorgt. So einen mobilen mit Akku. Und den habe ich noch gar nicht ausgetestet, wie der ist mit Reinigen. Für den groben Schmutz, denke ich mal, ist das okay, ne? Wenn man das Ding im Auto hat. Das teste ich jetzt auch aus. Weiß nicht, in diesem Video, im nächsten Video, das müssen wir mal sehen. So, dann machen wir die Maschine mal wieder an, ne? Und gehen wir mal auf Eco. Den machen wir aus und drehen wir erstmal ohne Akku, ohne Motorunterstützung. Ich habe jetzt ein paar Umwege noch gefahren und ich habe jetzt noch 22%. Das wird ganz schön knapp. Ne? Noch eine ordentliche Tour, aber ich glaube, ich schaue mir. Gut. Aber wie gesagt, für ein Eco, wenn wir im Eco-Modus bleiben, dann müsste ich das hinkriegen. Naja, die Reifen, die bremsen ganz schön. Ne? Die sind unheimlich laut. Ich mache mal eine ganz kleine Pause und zwar muss ich mal kurz telefonieren, ob wir uns heute so eine schöne Familienpizza bestellen. Na, habe ich mir ja verdient, heute bei den kleinen Umwegen, die ich heute gefahren bin. Die sollte man sich schon doch gönnen, ne? Hier lassen wir mal jetzt ganz aus und nehmen den nur noch für die Hügel. Und schon den Akku ein bisschen und trainieren die Beine wieder mal ein bisschen. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Ne? Man kann sich tatsächlich ans E-Bike so gewöhnen, dass man ja gar keine Lust mehr hat, richtig ohne Akku zu fahren. Also ohne Motorunterstützung. Ja, so ein E-Bike kann man sich wirklich gewöhnen. Ne? Eine Zeit lang war ich immer 50-50 gefahren. 50 mit Motorunterstützung, 50 ohne. Irgendwann schleicht sich das dann ein, dann fährst du nachher
oh, 70-30, ne? Aber 70 mit Motorunterstützung. Ja, und irgendwann hat sich das dann so eingeschlichen, dass du nur noch mit Motor fährst. Also das Profil hört sich so an, als wäre der Motor an ist, ne? Aber ich soll alles aus. Das Profil ist nur so unheimlich laut. So schlimm ist der Berg hier nicht. Ja, weil es so schön ist, ne? Fast geschafft. Noch 2-3 Kilometer, dann sind wir zu Hause. Leider konnte ich die ganze Tour nicht aufzeichnen, aus welchem Grund auch immer. Hat das Handy wieder gestreikt. Ist immer so. Hätte mich nämlich selber mal interessiert, wie weit wir jetzt gefahren sind. 70, 80. Gut. Kein Plan. Tour war trotzdem schön. So, war eine schöne Tour. Jetzt können wir das Rad einmal sauber machen. Und zwar habe ich mir so einen Kärcherreiniger besorgt, so mit Akku. Kein Hochdruckreiniger. So, ich habe jetzt nochmal 4 Liter Wasser geholt. Nehme nur erstmal dieses Teil raus. So raus. Jetzt machen wir ihn. Und jetzt die Düse ab. Für die Bürste rauf und so. Super zu tragen, ne? So, wenn ihr unterwegs seid und ihr habt jetzt euer Fahrrad zum Beispiel im Transporter drin oder auf dem Anhänger hinten, beziehungsweise auf so einem Fahrradtrailer und der ist total versaut, einmal grob absprühen mit 4 Liter, das ist machbar. Danach wird es dann eben halt schwierig, weil sonst müsst ihr einen Kanister mit Wasser mitnehmen und so. Das ist so eine Sache, zum Nachfüllen kann man es machen, aber den in größer zu kaufen, gibt es auch einen 7 Liter, der ist dann um einiges teurer, dann lohnt es sich eher, einen Kanister mitzunehmen. Deswegen würde ich, wenn ihr sowas wirklich braucht, den kleinen empfehlen. Er funktioniert, ist praktisch. Ob man ihn wirklich braucht, ist dahingestellt, ist eure Entscheidung. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich ganz klar über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt diesen Kanal hier kostenlos abonnieren, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.